Alle bereit? Dann begrüße ich Sie recht herzlich zum Statement vor der Sitzung der Fraktion Die Linke. Heute gegeben vom stellvertretenden Vorsitzenden Dietmar Bartsch. Die Themen, zu denen er sich äußern wird, sind der Umgang mit dem Hochwasser durch die Politik, die Drohnenaffäre des Verteidigungsministers, das Thema Altersarmut, was heute nochmal von einer großen Zeitung ganz nach oben geholt wurde, der Verfassungsschutzbericht und aktuelle Entwicklungen in der Türkei und in Russland. Dietmar Bartsch hat das Wort. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute ich in Vertretung von Gregor Gysi, der, wie Sie wissen, ja in Karlsruhe verweilt und wo wir alle mit Spannung der Verhandlungen und vor allen Dingen dann den Ergebnissen des Bundesverfassungsgerichtes entgegensehen. Wie von Hendrik Thalheim angekündigt, zuerst ein paar Bemerkungen zu dem Thema Hochwasser. Wir alle wissen, dass die Flut jetzt Ausmaße einer nationalen Katastrophe angenommen hat. Es ist wirklich bewundernswert, wie Zehntausende ehrenamtliche Helfer, Freiwillige Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei, viele andere dort agieren. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Wahlkreis, wo ja auch ein Stück weit Elbe ist, wo wirklich sehr engagiert viele Menschen zur Bewältigung oder an der Bewältigung der Flut arbeiten. Inzwischen sind Hunderttausende betroffen, direkt, wahrscheinlich Millionen indirekt. Und die Bundesregierung ist jetzt hier gefordert zu handeln. Nachdem Frau Merkel ja erstmal, hoffe mal versehentlich, 100 Millionen zugesagt hat, gibt es jetzt, Gott sei Dank, eine andere Dimension. Es kann nicht darum gehen, dass jetzt erstmal Schadensbilanzen aufgemacht werden, sondern hier muss schnell und unbürokratisch geholfen werden. Es muss etwas natürlich getan werden, auch für den Hochwasserschutz. Es ist sehr bezeichnend, dass die Bundesregierung aktuell verweigert, dass wir diese Thematik im Bundestag in einer Aktuellen Stunde behandeln. Die Kanzlerin muss sich da wirklich fragen lassen, ob sie wirklich die Kulisse braucht, um sich dort in den Gebieten zu zeigen, oder ob es hier wirklich darum geht, etwas für die Menschen und zwar sehr, sehr schnell zu tun. Wir werden in der folgenden Fraktionssitzung einen Antrag der Linken beraten, den wir in den Bundestag einbringen wollen, wo wir einen Hochwasserfonds fordern, der zusammen mit EU-Mitteln auf einen Betrag von 10 Milliarden hinausläuft. Das wird die Größenordnung in etwa sein, die zur Bewältigung dieser Aufgaben notwendig sein wird. Ich glaube, wenn immer gesagt wird, naja, 10 Milliarden ist eine relativ große Summe, da ich selbst dabei war, wie wir innerhalb einer Woche einen Bankenrettungsschirm von 480 Milliarden auflegen konnten, sollte auch dieses hier nicht unbedingt ein Problem sein. Ich will auch noch darauf hinweisen, dass Ostdeutschland in besonderer Weise hart getroffen ist von dieser Katastrophe. Landwirtschaft, Handel, Gastgewerbe und auch die Industriestandorte haben ja 2002 schon mal eine solche Katastrophe erlebt und stehen jetzt wieder vor besonderen wirtschaftlichen Herausforderungen. Wir wollen, dass jetzt in schnellem Tempo gehandelt wird und dass in der nächsten Sitzungswoche, eine haben wir noch vor der Sommerpause, Entscheidungen getroffen werden können, damit dieser von uns geforderte Fonds von 10 Milliarden dann zum 1. August auch wirklich installiert werden kann. Möglich wäre auch zur Finanzierung, dass es ein Stück weit Umschichtung aus dem Haushalt gibt. Also als Mitglied des Haushaltsausschusses weiß ich, dass es hier Möglichkeiten gibt. Und wir könnten gegebenenfalls auch die KfW nutzen, dass sie hier einen relevanten Teilbetrag für Zuschüsse und Zinsverbilligung zur Verfügung steht. Ich bin nicht sicher, ob das, was derzeit Frau Merkel und Herr Schäuble postulieren, dass es sozusagen eine 50-50-Finanzierung zwischen Bund und Ländern gibt, ob das durchzuhalten sein wird. Ich rate dort sehr, dass die Bundesregierung darüber nachdenkt, dass hier doch ein höherer Anteil aus Bundesmitteln zu leisten ist, weil es die Länderhaushalte zumindest partiell überfordern könnte. Es hat sich zweifelsfrei nach 2002 beim Hochwasserschutz einiges getan. Aber es ist auch sichtbar, dass wir hier und da an Grenzen gestoßen sind. Es ist klar, oder unseres Erachtens ist klar, Hochwasserschutz ist eine nationale Aufgabe. Die Natur richtet sich nicht nach Ländergrenzen, sie richtet sich auch nicht nach dem bundesdeutschen Föderalismus. Und da ist es wichtig, dass wenn denn
wir an die Beseitigung der Katastrophe gehen, dass dann diese Frage auf einem anderen Niveau neu debattiert und dann auch entsprechend entschieden wird. Zweitens zum großen Thema Drohnendesaster, de Maizière. Sie wissen ja, am Montag hat der Verteidigungsausschuss getagt. Es wird nun doch einen Untersuchungsausschuss geben, was wir begrüßen. Allerdings ist aus Sicht der Linken klar, dass schon genug Fakten auf dem Tisch liegen, um das Verhalten des Ministers gegenüber, was er an den Tag gelegt hat, vom Parlament zu missbilligen. Wir hatten überlegt, ob wir einen solchen Missbilligungsantrag stellen. Das wird jetzt auch zu behandeln sein, allerdings abzuwägen sein mit dem Thema Untersuchungsausschuss. Das werden wir relativ zügig hier auch in der Fraktion entscheiden. Ich will auf eines hinweisen. Ich kann ja Frau Merkel insoweit verstehen, dass sie nicht begeistert ist, wenn sie in einer Legislatur 4 Verteidigungsminister hat. Aber wenn man sich mal eine Sekunde lang vorstellt, wie wohl die anderen gehandelt hätten. Also Herr Jung wäre mit Sicherheit schon zurückgetreten. Herr Guttenberg hätte mit Sicherheit schon 2 Staatssekretäre und wahrscheinlich noch viele andere entlassen. Bei Herrn de Maizière ist aber real noch gar nichts passiert, außer dass er ständig wankende und schwankende Aussagen vorlegt, die dann auch zu dieser Situation führen und die ihn zu einem Selbstverteidigungsminister werden lassen. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass die Ursache des Desasters nicht nur im Versagen des Ministeriums liegt, sondern es gab ja eine Entscheidung zu diesen Drogen. Und als Haushälter weiß ich und war mit dabei, als die 431 Millionen für die Beschaffung des Eurohawks beschlossen worden sind, waren CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP dafür und nur die Linke hat sich im Haushaltsausschuss dagegen positioniert. Wir werden darauf drängen, dass das eben auch zum Gegenstand des Untersuchungsausschusses wird. Das Scheitern von de Maizière als Drohnenbaron hat seinen Anfang eben schon zu diesen zu rot-grünen Zeiten genommen, als die Drohnenkriegsführung initiiert worden ist. Um das auch klar zu sagen, die Linke lehnt die Drohnenkriegsführung ab. Die Trennung zwischen Spionage und Kampfdrohnen ist künstlich. Sie ist so eigentlich nicht durchzuhalten. Es geht letztlich immer um die gezielte Tötung von Menschen und das werden wir keinesfalls akzeptieren. Drittens, Altersarmut. Hendrik Thalheim hat darauf hingewiesen, heute in einigen Zeitungen sehr groß aufgemacht. Die aktuellen Zahlen der Rentenversicherung haben noch einmal drastisch vor Augen geführt. Die Rente reicht für die Hälfte der Älteren de facto nicht mehr zum Leben. Die Altersarmut ist nicht, wie Frau von der Leyen häufig sagt, eine Bedrohung für künftige Generationen, sondern sie ist heute ganz real. Sie ist vor allen Dingen weiblich. Sie ist in Ostdeutschland deutlich mehr vorhanden. Wenn man sich schon heute die Zahlen anschaut, Grundsicherung im Alter, 926.000 Menschen hätten Ansprüche und beantragt werden, sind nur 436.000 Mal diese Ansprüche. Das sagt ja sehr viel, weil viele offensichtlich dort aus Scham und anderen Gründen nicht Grundsicherung im Alter beantragen. Die Ursachen dafür liegen auf der Hand und sie liegen natürlich in dem Bereich von Niedriglohn. Sie liegen in unterbrochenen oder gebrochenen Erwerbsbiografien, in Arbeitslosigkeit und vielem anderen mehr. Die Tatsache, dass wir heute in Deutschland 7,4 Millionen Menschen in sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen haben, die sagt sehr viel und ist die eigentliche Ursache für die Situation, wie sie sich aktuell darstellt. Die Rentenkürzungen der anderen im Bundestag vertretenen Parteien haben letztlich die gesetzliche Rente in ihrer den Lebensstandard sichernden Funktion unterwandert und haben sie de facto zerstört. Abschließend 3 ganz aktuelle Bemerkungen. Zunächst zum Thema Verfassungsschutz, Verfassungsschutzbericht. Heute um 11 wurde der vorgestellt, um das noch einmal klar und deutlich zu sagen. Es ist für uns völlig inakzeptabel, dass die Linke oder Gliederungen der Linken hier überhaupt im Verfassungsschutzbericht vorkommen. Wir werden uns da auch in keiner Weise entsolidarisieren lassen. Es kann nicht sein, dass einzelne Gliederungen beobachtet werden. Deswegen habe ich auch mit einigen Kollegen meiner Fraktion bewusst den Antrag gestellt, dass wir jetzt auch Mitglieder bei Kuba Si sind, um das deutlich zu machen. Das geht so nicht. Das muss umgehend eingestellt werden. Es ist nicht zu akzeptieren. Die Linke ist selbstverständlich auf dem Boden des Grundgesetzes. Sie wissen,
Wir stellen Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte, regieren in Brandenburg mit. Und eine solche Partei und Abgeordnete besondererweise zu beobachten, ist schlicht inakzeptabel. Eine Bemerkung zu der Situation in der Türkei. Sie wissen, da hat es eine weitere Eskalation gegeben. Der Angriff der Polizeikräfte auf die Demonstration am Taksim-Platz in Istanbul in der Türkei ist unverantwortlich. Die Bundesregierung sollte den türkischen Botschafter in Berlin einbestellen, um Herrn Erdogan klarzumachen, dass es hier eine Missbilligung der Bundesregierung zu diesem brutalen Vorgehen gibt. Bei über 5.000 Verletzten, einigen Toten kann es nicht so weitergehen. Die Linke setzt sich dafür ein, dass die polizeiliche, die militärische und auch die geheimdienstliche Zusammenarbeit mit der Türkei einzufrieren ist und dass damit auch international von Deutschland ein Zeichen gesetzt wird. Wir stehen solidarisch an der Seite der Protestbewegung in der Türkei, die sich ja für Freiheit und soziale Gerechtigkeit einsetzt. Eine letzte Bemerkung zu der heute in der Duma stattfindenden Debatte, die überschrieben ist mit dem Thema Propaganda der Homosexualität. Das, was dort an Diskriminierung von Schwulen und Lesben vorgesehen ist, ist natürlich völlig inakzeptabel für uns. Die Konsequenz eines solchen Gesetzes wäre verheerend. Es wird ja vermutlich heute von der Duma angenommen, aber das ist ein Weg, der so, wir haben in Deutschland auch eine aktuelle Debatte, natürlich, ich gehe mal davon aus, von keiner Partei im Deutschen Bundestag in irgendeiner Weise toleriert sein kann. Auch hier steht die Bundesregierung in der Pflicht, die Menschenrechtssituation sexueller Minderheiten in Russland zu thematisieren und bei der russischen Regierung deutlich zur Sprache zu bringen. Dankeschön. Vielen Dank, Dietmar Bartsch. Gibt es Fragen? Herr Karius. Herr Bartsch, zum Verfassungsschutzbericht. Wollen Sie denn irgendwie tätig werden? Wollen Sie was dagegen unternehmen? Ich weiß nicht, ob es eine gerichtliche Möglichkeit gibt, sich dagegen zu schützen oder ob Sie sich im Bundestag thematisieren wollen. Wie will die Regierung damit umgehen? Also die gerichtlichen Möglichkeiten, die wir haben, sind ja auf den Weg gebracht. Das ist ja jetzt keine neue Festlegung der Behörde, sondern die gibt es ja seit Jahren. Und wir sind ja mit mehreren Klagen auch beim Bundesverfassungsgericht vorstellig geworden und haben, sage ich mal, zumindest eine kleine Hoffnung, dass es dort in diesem Jahr eine entsprechende Entscheidung gibt. Da gibt es sowohl Klagen von einzelnen Abgeordneten, aber auch eine Klage der Fraktion. Also dort werden wir selbstverständlich alle rechtlichen Mittel ausschöpfen. Aber im Kern handelt es sich hier nicht um eine Rechtsfrage, sondern es ist eine politische Frage. Und da ist Herr Friedrich und da ist letztlich die Bundeskanzlerin gefordert. Es kann einfach in einem Land wie Deutschland nicht angehen, dass Parlamentarier, die frei gewählt worden sind, von einer anderen Fraktion de facto beobachtet werden. Das kann nicht sein. Also stellen Sie sich mal vor, es würde jetzt plötzlich einen Regierungswechsel geben oder wir würden in Brandenburg auf die Idee kommen und würden Teile der CDU beobachten. Das ist absurd. Es kann wirklich nicht sein. Wir sind die Kontrolleure des Geheimdienstes. Und es kann nicht sein, dass es umgekehrt ist. Und deswegen, seit Jahren gibt es diese Forderung und es hat ja manchmal auch eine ironische Komponente, allerdings Ironie vielleicht maximal bei Abgeordneten. Andere, die dort betroffen sind, gerade auch in den alten Bundesländern, für die ist das häufig nicht ganz so lustig. Und deswegen wenden wir uns auch immer wieder in Deutlichkeit gegen diese Art und Weise der Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes, insbesondere in Wahlzeiten. Ihre Frage? Ich habe das eben wiederholt, das gern. Wir haben gesehen, dass die Flüsse sich nicht nach den Landesgrenzen richten in Deutschland. Und wenn denn das so ist, dann ist es eine nationale Aufgabe und dann muss es auch eine bundespolitische Zuständigkeit geben. Hier kann es nicht sein, dass Konstellationen in Landesregierungen letztlich einen Einfluss haben, wie das weitergeht. Und wir haben auch eine Situation, natürlich sind wir bei Bürgerbegehren und Ähnlichem immer sehr oder häufig an der Seite der Bürgerinnen und Bürger. Aber hier und da sehen wir eben auch, dass das Probleme mit sich bringen kann. Es ist eine nationale Aufgabe und muss über die Ländergrenzen hinweg betrachtet werden, weil, nochmal, die Natur hat den Föderalismus Deutschlands noch nicht voll verinnerlicht. Frau Knipper. Herr Bartsch, zwei, drei
Meine Frage ist, was ist, Sie gehen ja 100% sozial in diesem Parteitag, das Wichtigste, was am Ende herauskommt und die wichtigsten Themen, die Sie im Vordergrund sehen? Also das Wichtigste, was auf dem Parteitag herauskommen wird, ist, dass die Linke ein beschlossenes Wahlprogramm hat. Ich gehe davon aus, dass wir dort interessante, spannende und auch kontroverse Debatten in Dresden haben werden. Die Grundrichtung ist meine Überzeugung des Parteiprogramms, des Wahlprogramms wird so bestätigt werden. Und das Signal des Parteitages ist ein ganz eindeutiges. Die Linke ist am Start zu diesem Bundestagswahlkampf. Wir sind die Partei, die in besonderer Weise für soziale Gerechtigkeit steht, mit all den Dingen, die dazu zu sagen sind, von Energiepreisen, Mietpreisen, guter Arbeit und Ähnlichem. Und wir sind in besonderer Weise die Partei, die die Angleichung der Lebensverhältnisse Ost-West in den Fokus nimmt. Das werden die Botschaften sein. Und da gehe ich davon aus, dass wir sehr geschlossen auf diesem Parteitag und nach diesem Parteitag agieren werden. Unsere Verantwortung ist hier groß. Ich sehe dann keine weiteren Fragen. Bedanke mich, wünsche Ihnen noch eine spannende Woche im Parlament und den einen oder anderen dann auch in Dresden am Wochenende. Dankeschön.